was da wohl mit Putin los sei. Habe ich mich vor ein paar Wochen in dem Video gefragt, russische Hacker am Ende oder russische Hacker aufgedeckt und am Ende, damit meinte ich dann eher Putin, der hier Sonne, Mars, Saturn erhalten hat, also Saturn hier und der Mars hier, und die haben den gleichen Abstand zur Sonne. Und ich habe ungefähr auf August gerechnet, weil das noch nicht ganz exakt ist. Und jetzt bahnt sich das schon an, denn eine Sonne, Mars, Saturn, Achse. Also, das ist die Halbsumme, Mars, Mars, hier und Saturn. Und da kommt die Sonne, die progressive Sonne drauf zu stehen. Die ist von hier nach hier gelaufen. Und das sieht einfach nicht lustig aus. Dann habe ich gefragt mit dem komischen Mikrofon von der NASA, wo man nur immer einen Teil hört vom Mond herunter, wie das Putin bewältigen wird. Also nur einfach mit Augenringe operieren und Krähenfüße abschmirgeln, also Schönheitsoperationen, das sind ja auch Eingriffe. Geht das nicht? Das dauert dann ein paar Tage. Und in dem Interview mit dem österreichischen Reporter hat man gesehen, wie er die Backenknochen, wie die so schön hervorstanden. Und auch seine Haut ist glatter als jemals, also je älter er jetzt wird, je schöner, also wie sagt man, je straffer wird seine Haut. Das ist ja auch nicht ganz normal. Aber wie gesagt, eine Schönheitsoperation, was er da auch trinkt oder dazu nimmt, wenn er da mal ein paar Tage verschwinden muss, dazu, also das macht das nicht aus, da braucht es mehr. Der Uranus geht ihm jetzt ins siebte Haus und der Pluto steht ja auf, also verdüstert wurde auf der Sonne, jetzt auf dem Saturn, neben Tun und Merkur. Also jetzt kommt diese ganze Sache da, kommt jetzt irgendwie zum Vorschein, die amerikanischen Medien. Und die Liberalen da, die Demokraten, die fallen jetzt über Russland her und vergessen, dass sie ja genauso eine Oligarchie sind, das heißt eine demokratische Diktatur, diktatorische Demokratie, wie man das in den letzten 25, 30 Jahren erlebt hat. Wo kommt es dort jetzt zum Vorschein? Also die haben überhaupt nicht das Recht, den Mund aufzutun. Da hocken die Komis und Storks und Pages und so, also hocken da, das sind Hunderte,
im Hintergrund, die mitgemacht haben, das kann man nicht allein. Also das ist einfach eine besser getarnte Diktatur. Das hat Gaddafi in Libyen nicht nötig gehabt. Die haben es nötig, ja. Aber es geht um Putin und wie macht er das? Also, das ist eine Konjunktion. Die Sonne muss über Saturn, also über diese Distanz dann zur Sonne, vom Saturn und von der Sonne zum Mars. Das ist dieselbe Distanz. Wie macht er das, ohne jetzt Augenringe und Krähenfüße als mögliche Ursache für möglich zu halten, die einfach einer Schönheitsoperation dienen. Wie macht er das? Hier habe ich so eine Saturn eingestellt. Der ist da. Jetzt stelle ich wieder Mars Saturn ein. Der ist da. Wenn er jetzt den Winkel ein bisschen verkleinern von der Konjunktion, das ist wie gesagt eine Konjunktion, dann sieht man, dass das noch nicht ganz genau ist. Also sehen Sie hier ist die Sonne. Hier ist das rote Strichlein. Das ist die Progression, das ist der Transit, das ist das Radix. Der Radix, auf der Radix-Sonne hat er noch den Neptun. Also da kommt jetzt allein davor und hier ist der 17. Da war das Treffen mit Trump. Ausgerechnet noch war hier Mars-Saturn auf Pluto, das heißt, läuft sogar auf Pluto zu, rückläufig, ja, ist dann am 22. exakt. Und die Sonne, die Neptun, läuft da auch auf die Sonne zu. Was ja wieder träumt, ist Sonne, Neptun, der hat das ja. Ich zeige es dann schnell. Und da unten, ich mache noch einen Teil, Achtelquadrate, da hat er die Sonne. Und hier, das Strichlein da, ist Mars-Saturn. Das ist Mars-Saturn. Das wird erst 1, 2, 3. Also das wird erst im Oktober ganz exakt zu seinem Geburtstag. Das hat er dann auch im Solar für das ganze Jahr. Also, was ist mit Putin? Was läuft bei Putin ab? Das darf man sich fragen. Hier sehen Sie, der rote Strich. Nichts mehr daneben. Also wenn ich rückwärts gehe, dann etwas, trennt sich das wieder ein wenig. Aber der Kosmos arbeitet exakt. Ja, im Oktober ist es exakt, da ging noch der Mond drüber, also der löst dann sowieso noch, auch nochmal aus, um den 29. September. Auf dem Mars hockt ihm dann der Neptun und auf Uranus der Pluto, wobei ja der Aszendent auf den Uranus zugeht und jetzt schon auch jetzt zurück über den Uranus ging. Und so weiter und so fort. Also, die haben sich, glaube ich, am 17. getroffen. Das ist jetzt egal, um wie viel Uhr. Also, da sind sowieso 2 Stunden mehr in Russland. Und da ist Mars-Saturn. Und da ist Mars-Saturn. Da ging der Merkur drüber.
Und hier hockt der Pluto auf Jupiter, aber das ist jetzt schon nicht mehr so. Den Merkur hat er den Polus, also den Wandel zum Schlechten wegen Gesprächen. Und hier hat er Neptun und Pluto, aber die sind nicht mehr sehr exakt. Allerdings hier den disharmonischen schon und am Tag war die Sonne Transit auf Pluto und auf dem progressiven Saturn von Putin. Und wie gesagt, auch dieses Strichlein, das ist nicht nur einfach ein Strichlein hier, wo ist die Sonne drüber und zwar in Konjunktion. Und das ist alles andere als günstig, wenn man noch den Mondknoten am Widerpunkt hat. Und Mars, was auch wieder im Transit am 17., wo sie sich trafen, der Fall war. Also Sonne Mars hier, ja. Sonne Mars und hier Sonne Mars, und zwar im selben Abstand. Und auf dem die Sonne auf dem Saturn, die Venus auf dem Merkur, aber auch auf dem Neptun, also die kommt so. Ja. Und Mars-Saturn, eben diese, nein, Sonne-Saturn, diese Beschwernisachse kommt in den nächsten Tagen auf den Radixstand hier oben, das da. Ist Sonne Saturn Radix und das ist Sonne Saturn Transit. Das ist Sonne Saturn Progressiv, der dann auf den Radix Pluto muss und auf den progressiven Pluto. Ja, das wird nicht schön. Also am Tag, wo sie sich trafen, war das, also in diesen Monaten, ja. In diesen Wochen und Monaten wird das MC über den Uranus gehen und am Tag, als sie sich trafen, in dieser Woche, wo sie das abgemacht haben, war der Mond auf dem Uranus in einem Achtelquadrat. Ja. Nein, 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 in einem Quadrat auf dem Saturn. Und der Mond löste das aus. Spannungen jetzt überall in Russland, das wird der Raucher. Dann nützt ihm die Alleinherrschaft wenig, weil jetzt überall berichtet wird über diese Wortverwechslung Wult und Wulten. Also da gibt es dann nur noch in der deutschen Sprache sagt man dann, ich will das nicht. Oder ich denke das nicht, oder ich glaube das nicht. Das gibt ein richtiges Wort nicht, ja. Und dort, in dieser armen, verarmten amerikanischen, also englischen Sprache, sagt man einfach wult und wulden, also wulden. Da hängt man ein T an. Und da kann natürlich Trump jetzt schon sagen, ja, ich habe mich verschwatzt, aber verredet, aber die wollen jetzt die Stenotypistinnen, also Stenografen wollen die jetzt vernehmen, die Linken da, die ja alle voll im Sumpf sind, oder? Also man kann das jetzt träumen und Putin vorwerfen, das ist wahr, jetzt stürzen sie sich auch drauf, die Verrückte. Also sehen Sie, hier Mars, Mondknoten, die Allgemeinheit hat damit, Mars, Mondknoten hat er auch, dann löst sich das aus, das löst sich aus, durch das.
hat Futter bekommen und frisst jetzt die beiden Herren auf. Da kommt Sonne Saturn auf Sonne Saturn. Und am Tag vom Treffen war Sonne Saturn über der Sonne und auf dem Neptun. Wobei ja der Neptun von Putin auf dem Merkur steht. Und bei Trump auf der Sonne sogar. Also diese Situation hier so. Aber es ist dann der progressive Neptun. Also dieses J in der Mitte von Donald, die Träume, das Geheimnis, ja, da wird ja auch von einem sogenannten QAnon geredet, was aber auch Putin sein könnte oder mit Informationen aus dem Trump Tower oder aus Washington DC. Einige haben schon geschrieben, der John F. Kennedy Jr., der aus dem Meer auferstanden sei. Also ich meine das nicht lustig wegen dem Meer, aber es sei John F. Kennedy, der das mache jetzt und sich da vorbereitet hätte und noch Hillary gewinnen ließ, weil er natürlich ein Kandidat war. Als Verleger aber, nicht als Politiker. Na gut, das sieht, da kommt noch das MC dazu, also kam noch, das ist ja schon so. Und allerhand andere Sachen auf dem Neptun, da steht der Ceres, also ehrlich sein, Sonne auf dem Saturn und Neptun auf der Venus und der Lilith. Mir gefällt das nicht und darum frage ich nochmals jetzt und hoffentlich nicht, habe ich nicht wieder das NASA-Mikrofon erwischt oder ganze Sätze, was nicht verständlich sind. Aber schon dort habe ich mich gefragt, was macht er mit Mars-Saturn hier, wenn das kommt. Weil, ja, das ist im, hier haben wir den 9. Oktober, aber das ist jetzt egal, einfach Ende September, Oktober zeichnet sich aber jetzt schon ab. Dann ist sogar MC Uranus auf Saturn, also das könnte, bei Putin ist das nicht wahrscheinlich, das könnte ein Rücktritt sein, das könnte irgendwie ein Ausscheiden sein, ich will da nicht dunkeln, auf Mars ist der Saturn, auf der Uranus ist auf der Sonne und Pluto ist auf der Pallas Athene, die sich ja auch aus Versehen verletzt haben. Und hier kommt dann gleich der Aszendent hinterher, der jetzt im Oktober, also Ende September, auf den Mond Radix von Putin kommt. Keine Ahnung, was ihm da bevorsteht. Das heißt, keine Ahnung, eigentlich nicht, sondern das wird ja, können Sie sich selber fantasieren, können Sie selber fantasieren, was das es ist einfach so, dass also Sonne auf Mars Saturn ist in 1 in der Konjunktion und man sagt Sonne auf Mars Saturn, da geht dann nichts mehr. Ja. Wenn ich das Solar vom Jahr dazu schalte,
Ist das auch nicht unbedingt allzu günstig, denke ich. Also da ist Maß auf MC, Lilith und Jupiter auf Pluto, Mars Saturn ist da auf diesem Jupiter und auf dem Jupiter zeitgleich dann. Und die Sonne natürlich auf der Sonne, Solar, und auf der Ceres. Und der Saturn hockt ihn dann ein Jahr lang auf dem Geburtsmars in Quadrat, oder? Ja, in der Opposition, hier ist der Mars. Wenn zwei einstellt, dann ist er auch drauf. Ja. Saturn ja, auf dem Mars, exakt. Und hier noch der Polus dabei, das Wendegestirn. Hier ist Sonne, Saturn, gerade wie im Transit beim Jupiter. Sonne, Saturn beim Jupiter. Und hier ist Sonne, Saturn beim Jupiter. Und den Neptun, also mit dem Trump wird er dann noch lange. Ob die sich nochmal treffen, weiß ich nicht, aber sieht so aus, aber auf welche Weise, also mit dem Traum, die Traumgeschichte wird sich noch hinziehen, auf eine andere Art wahrscheinlich. Und wo steht im Solar Mars Saturn? Der steht hier. Und da ist er auch gleich wieder der Mars Saturn am Tag. Das ist ja das Solar. Und das wirkt dann ein Jahr. Also. Stratix-Progression schnell weg, machen das Solar, Aszendent auf Aszendent, ja, also es gibt eine Auslösung und Saturn beim Mars, bei der Sonne sind andere, Jupiter auf Mars Saturn, Radix, Mars Saturn ist hier unten. Also im genauen Quadrat mit Pluto zu Merkur, Neptun, Saturn und noch ein bisschen zur Sonne. Also, und das MC ist auch fast am MC, hier ist das MC Radix und hier ist das MC Solar. Ja, also, wollte das kurz, ist mir glaube ich sogar gelungen, hier Sonne, Mars, Saturn, muss er bewältigen. Und hier noch, um zu zeigen, die haben sich unter. Das ist Trump da oben und das zweite ist Putin. Und die haben sich am, ja, heute ist der 19.7., machen wir zwei Tage Retour, ja. 17.7. haben sich unter Mars Saturn auf Pluto getroffen. Und Trump hat das natürlich im Horoskop, weil er hier in der Nähe geboren ist, hier, hatte das im Solar. Und die haben sich hier getroffen und
Träumpat Pluto Mars Saturn. Hier ist Pluto Mars Saturn am Tag des Treffens, also in Helsinki, und Träumpat Pluto Mars Saturn im Radix und Putin auch. Also, das würde bedeuten, zwei dunkle Gestalten ringen da um einen Konsens, wie sie das verkaufen können. Wenn man das jetzt negativ anschauen würde. Trump wird im Solar Sonne Saturn haben, ein ganzes Jahr. Das ist Trumps Geburtssonne da oben. Und hier ist das Solar. Und den Mars-Mond-Knoten exakt, also die Öffentlichkeit, was ja auch an diesem Treffen der Fall war. Wie es bei Putin in der Progression der Fall war, wo ich es gezeigt habe, was ich ja gezeigt habe. Und das auf dem Saturn, also der Saturn im Gegenbogen zum Saturn von Trump und auf Trumps Sonne, hat Putin hier unten. Putin hat in unterhalb der Linie den Saturn und auf Trumps Sonne da oben und aber im Gegenbogen auf Trumps Saturn. Zwei Schiffe, die auseinanderfahren. Aber die jetzt ganz stark aneinander gebunden sind, und da ist dieser Versprecher, der im Deutsch, also in deutscher Sprache nie vorkommen würde, weil man da einfach nicht einfach ein T, ein Ulten oder irgend sowas murmeln kann, sondern da müsste man sagen, ich glaube das nicht oder ich weiß nicht oder ich glaube das nicht, dass es von denen kommt, von Russland. Oder ich glaube das. Aber dann würde das nicht ganz wegfallen und dann wären die Dinge klar. Hier sind sie nicht klar. Wenn man träumt, noch im Radix anschaut, dann hat auch er den Mond, wo sie sich trafen, der 17.07. Auf Sonne Saturn, nicht auf Mars Saturn. Und dieser Mond muss noch, dieser Mond, Solar weg, macht sekundär, die besser ist, dieser Mond, also er hat Sonne Aszendent auch noch, oje. Dieser Mond nennen. Ja doch, ja, der Mond muss noch über Mars Saturn, also der Mond hier muss über Mars Saturn oder Sonne Saturn. Ja, der Mond muss noch über Sonne Saturn und zwar schon in einer Woche. Da heulen sie dann wieder, CNN und überall. Ja, im August, 2. August, also ist es dann exakt um den 2. August, ein paar Tage vorher und nachher. Und Putin hat dann den Neptun auf der Sonne. Und die Sonne hier kann man nicht nehmen, das ist zu schnell. Und Mars, der Rückläufige, ging bei Trump. Geht bei Trump jetzt über den Saturn und er hat progressiv Sonne Saturn und allerhand sonst noch auf dem Mars von Trump ist der Sonne von Putin. Auf dem Merkur von Trump, der jetzt über Putin reden muss, heißt der Mars und der Mondknoten, also die hätten sich angehakt da. Ja, also es ist eine Geschichte, wo vor allem
diese Sonnensatun wäre eben sauber, diese Mars-Satun-Geschichte da von Putin, wenn die Sonne drauf kommt, eine Rolle spielt, und das ist, ja, es ist jetzt, ja, aber bisher, das sind also 20 Minuten oder so, und da ist jetzt Oktober, und dort wird es dann ganz krass, und das drückt eben auch auf die Person, also das kann, er kann nicht alles nur einfach in die Politik abschieben oder eine kleine Schönheitsoperation oder glatte Haut da schmirgeln lassen oder für ein paar Tage verschwinden oder so. Also das drückt auch auf seine Politik. Und natürlich haben sie einander versichert, dass der amerikanische Staat da nicht, dass der russische Staat nicht dabei war. Aber wenn die Demokraten das ganz einfache CNN oder ja nur lügen, also permanent lügen, oft lügen, einfach sagen, glauben die, wir sind zu dumm, weil sie sagen, das seien zwar Russen gewesen, aber noch andere Länder und andere Leute, nicht von der Regierung und so. Das könnte man glauben, ich weiß es nicht. Ich glaube es nicht, ich glaube, dass Putin mitmischte. Da sehen Sie, am Tag, Putin hatte Sonne Saturn im Transit auf der Sonne einen Tag vorher. Und jetzt, 17. Jahr, das war hier. Und jetzt auf der eigenen Achse. Also das ist Sonne Saturn im Transit hier, das da. Und hier ist die eigene Achse, also zwischen Sonne und Saturn. Und drei Patin hier. Auf den Merkur, den Uranus auf dem Merkur und Sonne, Saturn dabei. Und da kommt jetzt auch Putins Sonne dann mal dazu, aber das erst etwa in einem Jahr oder über einem Jahr. Und hier unten ist noch der Mondknoten mit Mars. Und das war auch am Treffen. Und die Lilith stand auf der Sonne und auf dem Aszendent von Trump. Da hat er sich einen Schnitzer erlaubt mit diesem abgeschnittenen englischen Wort. Ja. Und Putin hatte den Mond auf Uranus und auf dem Saturn und auf dem Jupiter von Trump, der ihm natürlich entgegenkam, was er als angenehm empfand. Also, das da, ja, der Aszendent muss noch über den Mars und die Pallas von Putin, also der progressive Aszendent. Aber das da ist mir ein Rätsel, und das habe ich damals schon gefragt, und ich hoffe, was das sein könnte, und ich hoffe, dass das jetzt mit dem, dass ich nicht wieder dieses NASA-Horoskop erwischt habe, mit dem sie die Mondlandung kommentierten, sondern dass man es jetzt hört. Wenn Sie das NASA-Horoskop hören wollen, dann müssen Sie das Video russische Hacker durchschaut oder und dann am Ende. Aber dort meinte ich eigentlich eher, dass Putin dann aufhört. Aber es können noch andere Hacker gewesen sein. Man hat nicht die Horoskope von den Servern zum Beispiel in, nicht in Afghanistan, in Pakistan oder im, ja, da im, an den
In anderen Staaten, also Albanien, Ungarn oder so, nicht Ungarn, aber Polen oder soll es auch Hacker gegeben haben, also in den Balkanländern. Und die rufen ja einem ja jetzt schon an und sagen, ich kann dir helfen, du hast ein falsches Windows und so weiter und wollen dann die Visa-Karte oder irgendeine Karte oder also. Die Kriminalität, Cyberkriminalität, die ist ja nicht nur irgendwo auf YouTube oder Facebook oder weiß ich was, sondern da gibt es ja ganze Banden, die Schlimmeres machen, die jetzt eben mit den Informationen, die sie von den Firmen erhielten, auf Umwegen erhielten, Geld machen und Großmütter und Großväter oder junge Leute, die leichtgläubig sind. Hereinlegen und jene Tricks, also Tricks, kriminelle Tricks machen. Wie nahe das MC noch auf Saturn ist bei Trump, ist eigentlich sehr wichtig, aber es ist jetzt auf dem Mars und der Saturn kommt eben auch auf den Mars, aber das erste. Wenn ich hier ein Jahr einstelle, also erst in ein paar Jahren, also ja, 21, 22. Und dann hat er noch so einen Jupiter, also er wird es noch günstig haben bis 26, 2026. Dort wird er dann ein bisschen kriseln. Oder ein bisschen gehemmt sein, blockiert werden in allen möglichen Richtungen, die wir jetzt nicht untersuchen, aber im Moment steht es um ihn gesundheitlich oder so nicht so. Also, aber es kommt darauf an, was, wo, wie genau seine Geburtszeit ist. Also. Hier ist der 19.07.2017, ein Jahr später ist jetzt der MC über den Saturn. Wenn die Geburtszeit auf die Minute stimmt, stimmt sie eine Minute wenig, was sehr gut sein könnte, dann wäre sie jetzt auf Saturn, also dann wäre die MC Saturn, ist eigentlich der Erfolg gewesen, dass er Präsident wurde, dass er ein Ziel erreicht hat, ein saturnales Ziel, ja. Wie gesagt, hier unten Putin, wie du da mit dem Strichlein und der Sonne, die noch nicht exakt ist, die noch wird. Das da könnte ihm aber noch angehängt werden, jetzt sich umdrehen, dem Trump, MC, ich handle und Saturn. Ich werde gebremst von der Öffentlichkeit, was ja auch der Fall ist. Mars und Mondknoten von Putin und Trump laufen übereinander, laufen nicht zusammen, aber übereinander. Und genau jetzt, wo sie sich getroffen haben, also der Mars läuft so und die Sonne von Putin läuft so. Aber jetzt sind sie zusammen. Und eben Merkur. Mars auch, der geht so und der Mars geht so. Also auch nicht, die laufen auch nicht zusammen, aber sie liefen übereinander. Und das MC von Putin, das braucht ja auch nur ein paar Minuten und dann wäre es auf der Sonne und auf dem Masten von Trump. Aber lassen wir solche Spekulationen sagen, die Minute stimmt, hat sich bestätigt. Der Mond stand auf Uranus und auf der Venus von Trump, also und auf dem Saturn von Putin und auf dem Jupiter von Trump. Aber das sind alles Nebensachen zu dem da. Ja, ich kreise es ein, damit Sie das rote Strichlein sehen. Und zu dem da, das ist
die Öffentlichkeit jetzt einen Griff hat, um zu sagen, der hat sich doch nicht einfach verschnappt, sagt man, verredet, sondern der hat doch den Putin sozusagen einen Freibrief geben wollen. Könnte sich allerdings fragen, ob das nicht klüger wäre, weil Lügen tun sowieso alle, aber so hätten sie Frieden miteinander. Und der andere da, dieser Bannon und, wie heißt er, nicht Bannon, James Clapper und der CIA-Chef, der mächtigste da mit diesem Bullenkopf, der möchte einfach den Kalten Krieg fortsetzen, wie Obama, der zur selben Zeit in Afrika gepredigt hat. Und da muss man einfach sagen, ja, also wenn man mit Nordkorea so verfahren kann und das gar nicht so schlecht jetzt mal läuft, dass wenigstens diese Raketen, dieses Rocketman-Geschichten, die ja brandgefährlich werden können, aufhören, dann kann man doch auch mit Putin zusammensetzen, obwohl die lügen, ja, das kann man ja dann berichten, aber nicht sagen, jetzt wollen wir die Dolmetscher untersuchen und alles zeigen, sie sollen ihren Schmarren, also nicht Schmarren, ihre Kriminellen, also die Hillary ist noch immer nicht im Gefängnis, ja. Und einige andere auch nicht. Und dieses Strock da, Strotz, dieser Lisa Page, die damals einen Job innehatte, der war ja an Arroganz nicht mehr zu überbieten, als er befragt wurde von diesen Germans und DOG oder wie das heißt. Also hier, Wladimir Putin mit Mars-Saturn, machen wir noch Mars-Neptun, das geheimnisvolle, ängstliche, ja, da ist die Sonne von Putin auf dem Mars-Neptun von Trump und Mars-Neptun von Putin ist auf dem Merkur von Trump und da war die geheime, die geheimen Handlungen, also die Sitzung allein, vier Leute, zwei Dolmetscher und Putin und Trump, Mars-Mondknoten und hier ist eben der, also nicht nur hier bei Putin, sondern auch bei Trump, Mars-Neptun auf dem Uranus. Der will ja eigentlich Klarheit oder führt diesen Mars-Neptun aus Angst dann durch. Bei Putin ist es eben etwas tragisch, weil der kommt gleich von Mars-Neptun. Also vor einem Jahr, ich stelle ein Jahr zurück, war die Sonne auf Mars-Neptun. Da hat er spioniert. Also da sieht man, wie geheimnisvoll Mars-Neptun ist. Und jetzt ist die Sonne da, aber dafür ist jetzt hier Mars-Saturn da. Der bremst natürlich. Das ist nicht Mars-Neptun im Hintergrund oder Untergrund, sondern Mars-Saturn, das ist immer sichtbar und wird aufgezeigt. Und Mars-Saturn hat Putin auf der Sonne von Trump und Trump hat Mars-Saturn auf dem Jupiter von Putin, das könnte aufgehen. Und am Tag war ja, wie gesagt, Mars-Saturn geht auf den Pluto zu, also war schon bei Pluto. Und ja, also mich nimmt das da, das ist der MC muss auch noch über Uranus bei Putin, also der, bei Putin geht da geht was ab, ja. Mars Neptun, ja, von Trump auf Neptun von Putin. Und da geht was ab, die Sonne auf Mars Saturn von Putin.
was es ist. Also das ist überall dann, die gesamte Person. Aber wo es sich, also ob er das jetzt auf Trump abladen konnte, auch wieder. Dass jetzt Trump in Amerika, weil die jetzt rufen, wir sind eine Demokratie und das andere ist eine Oligarchie oder was weiß ich. Und wir wollen den Stall sauber halten, was sie ja überhaupt nicht tun. Ja, diese Demokraten sind ja verfilzt. Also da wimmelt es ja, da könnte man ja einfach hineingreifen in diesen FBI-Topf oder CIA und ein paar an den Haaren herauszerren und gleich, das sind 100.000 Jahre Gefängnis hocken da zusammen, ja. Und passiert ist bis jetzt wenig, der McCabe da oder so und Comey, das, die haben dann noch Bücher geschrieben, also haben sich noch, die werden noch immun, also wieso, also die werden unangreifbar und so weiter, also das ist doch Schießhäfeli, Schießdeckeli, oder sagt man in der Schweiz, das ist doch nicht eine andere, das ist nur eine raffiniertere, wie in Deutschland, wie in, über Deutschland ziehen sie auch her, ja. Soße läge in den Händen von Deutschland, das sagt allerdings nicht nur Trump, das sagt auch Ungar und Polen und viele. Und das stimmt. Noch immer ist Deutschland von diesen Faschisten auf Soros Kosten im Innern ja nicht nur bedrängt, belastet und wird verletzt, die Bürger werden verletzt, die Menschen. Aber bessere Demokratien gibt es nicht als die von Gaddafi, der alles geschenkt hat, oder Saddam Hussein, dessen Kirchen alle voll waren, ja? Verschiedene Glaubensrichtungen. Ich sage ja nicht, diese Diktatoren seien besser. Ich sage einfach, die anderen sind nicht besser. Das meine ich. Gut, das war es in Kürze. Ich hoffe, es war kurz genug. Und sonst müssen Sie halt noch einen Stecken dazu stecken. Alles Gute und viel Glück. Das ist Trump, ja, Sonne auf Sonne Saturn, muss noch drüber, ja. Muss noch drüber, ist noch nicht exakt. Aber wie gesagt, hier ist es exakt, das ist im August. Wahrscheinlich das dann auch, weil ganz ein Millimeter da differiert das schon. Das könnte eben auch noch dazugehören, dann wäre es gefährlich für Trump, wenn das die Zeit noch ein bisschen vorher geboren wäre. Aber eben, Sonne Saturn ist ja immer noch zu bewältigen. Aber Mars Saturn hat eben eine andere Qualität, weil Mars, die Geistesgegenwart, den spüren wir immer, der ist immer da. Und dann der Saturn, wenn das immer da gebremst wird oder blockiert oder sogar verhindert, dann was ist dann noch da? Dann gibt es keinen Gegenwert für die Gegenwart mehr. Und das ist dann schwieriger. Das ist dann viel schwieriger und das fragt sich dann, was das eigentlich bedeutet. Und das will man eigentlich gar nicht sagen. Ich hätte da eine Menge Vorstellungen dazu. Aber die spricht man nicht aus und vor allem auf die hofft man nicht. Und die das wäre beschämend, also das wäre Schadenfreunde. Ah, der hat jetzt das und so, habe ich nicht. Das wäre dann wie in den Talks oder Fernsehen, wenn man jeden Tag einen Autounfall präsentiert bekommt, kann jeder sagen, ich bin heute nicht Unfall. Und dem
diesen Geschichten, also wie sagen wir, dieser Gewohnheit möchte ich mich nicht anschließen. Ich schaue ja auch kein Fernsehen. Gute Nacht oder guten Tag, alles Gute. Ja, das da ist interessant. Das da. Und noch eine Menge anderes, aber also das ist ja nur, nein, das ist im August, hat er dann den Saturn auf dem Mars, der Wladimir Putin, ja. Eben auch noch die Neptun, den Neptun auf der Sonne und Uranus nahe vom Aszendenten und träumt vom Mars und auf dem Saturn von Mars. Ja, es mangelt nicht an hier vielleicht noch die Venus auf Saturn, aber das kann man nicht, das bringt nichts, das ist dann, sind dann Leute, die dann sagen, ja, aber da hast du noch die Venus, so, die beleuchtet das sogar dann noch, er macht es noch sichtbar. Also, hier stehen diesen beiden Einzelpersonen strenge Zeiten bevor. Aber uns allen durch diese beiden eben auch. Und da kann dann jeder sagen, ja, das war so, das war so, das war so. Sehen wir dann morgen, wie es war. Und übermorgen kann sich auf die Zukunft nicht einstellen. Das ist Idiotie, weil es die Zukunft nicht gibt. Es kann alles ganz anders sein. Die Merkel hat über Nacht ausgerufen, keine Atomkraftwerk mehr, wegen dem japanischen Vorfall. Damit hat niemand gerechnet. So.